Hier werden die Frauen des Propheten angesprochen, alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu anhunna. O Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie irgendeine von den übrigen Frauen. Wenn ihr gottesfürchtig seid, dann seid nicht unterwürfig im Reden. Was soll das heißen, unterwürfig im Reden? Also verziert nicht eure Stimme, denn was könnte dann passieren? Damit nicht derjenige, in dessen Herzen Krankheit ist, begehrlich wird, sondern sagt geziemende Worte. Sondern sagt geziemende Worte. Und das gilt nicht nur beim Reden, das gilt auch heutzutage in Social Media. Ja, mit den Smileys und so weiter und so fort. Da muss eine muslimische Frau darauf achten, dass man eben nicht irgendetwas tut oder irgendein Smiley schickt, sodass derjenige, der in dessen Herzen Krankheit ist, Begierde empfindet. Also soll eine muslimische Frau auf ihre Art und Weise achten, in ihrer Rede, in ihrem Gang, in ihren Blicken. Und Allah subhanahu wa ta'ala gab uns ein Beispiel im Koran, wie sich eine muslimische Frau verhält mit einem fremden Mann.